aber hier nicht. Naja, es ist immer die Frage, was für ein Sediment du hast. Du siehst ja auch hier, dass es sehr dünnflüssig ist und dann ist es auch schwer, jeweils gleiche Hälften zu bekommen. Und dass man eben, naja, das gut geteilt bekommt wie hier. Ne? Wir haben ja zwei Hälften. Und die eine Hälfte bekommen die Sedimentologen zum Beschreiben und zum Fotografieren. Und wir nehmen uns jetzt unsere Arbeitshälfte und beproben die dann. 5 Proben pro Meter wollen wir nehmen. Die sind ein bisschen mehr, das ist 1,10 Meter. Und im Intervall von 20 cm. Und das sind Rhizone, das sind Filterkerzen, die wir hier jetzt reinplatzieren und setzen halt mit der Spritze. Damit produzieren wir ein Vakuum. Und wenn ich das jetzt loslasse, dann wird kein Stock, lass mal raus, dann fliegt es zurück. Ne? Damit wird ein Vakuum gesetzt. Und dadurch wird das Porenwasser rausgezogen. Das sind so Filterkerzen, die haben eine Porengröße von 0,2. Und das läuft dann hier in die Spritze rein. Diese Lagen, also Sandlagen, haben wir sehr schnell 4 Proben Wasser. Und hier haben wir lediglich 2-3 Milliliter und das reicht uns nicht aus. Also es müssen noch ein bisschen warten. Und das Sediment ist eben auch viel toniger, also da ist auch nicht so viel Wasser drin. Oder vielmehr, es läuft nicht so schnell ab. Für unsere Analysen brauchen wir eigentlich mehr Porenwasser. Und eine zweite Methode, die wir jetzt auch noch gleich durchführen werden, wir werden Sedimente aus dem Kern nehmen und in einer Presse pressen. Und dann haben wir nochmal zusätzlich Porenwasser für die anderen Analysen. Das kann ich machen. Also dann nimmt man ein Sediment und gibt es in diese Gefäße hier rein mit konzentrierter Salzlösung. Und dann geht das Methan in die Gasphase über. Und ja, das bereite ich schon mal vor. Also wir messen ja einiges gleich im Labor. Wir messen die Nährstoffe, Silikat, Phosphat, Ammonium. Wir bestimmen noch die Alkalinität. Und dann nehmen wir noch Proben für die Analysen zu Hause, wo wir dann Hauptelemente, Isotopenbestimmung machen. Der Plan wäre, dass wir das Sediment, das wir vorher von unten raufgeholt haben, in diese Kupferrohre pressen. Dann luftdicht verschließen und dann, dass ich die danach mit nach Zürich nehme zum Analysieren für Edelgasbeprobungen. Edelgase sind für uns hier interessant, weil Edelgase sind chemisch inert, das heißt, die reagieren nicht chemisch, sondern nur physikalisch. Und ja, deshalb wollen wir die mal analysieren und daraus kann man dann eventuell Rückschlüsse ziehen, wenn es funktionieren sollte. Woher das Wasser denn eigentlich kommt, das wir da haben. Das ist das, was wir wollen. Es hat tatsächlich funktioniert. Jetzt kann ich, glaube ich, anfangen. Oder? Okay. Und was wir hier jetzt auch noch mal messen, ist die Salinität. Und das machen wir hier jetzt mit unserem kleinen Handgerät. Das ist ein Refraktometer, damit kann man dann den Salzgehalt bestimmen. Und es ist 29, also an der Oberfläche hatten wir 38 Promille. Und wir sehen dann hier auch eine Abreicherung vom Porenwasser. Und das ist das, was wir eigentlich suchen. The interesting thing is that we see a lot of different horizons in the core. We start with a very water-rich mud, really soupy, which becomes more stiff as we go deeper below the seabed. And here we find the first sandy layer in our basin. It is roughly 60 centimeters below the seabed. And since sand does not really belong to the deep basins, it's mostly something that is belongs to the coastal area or to sandy beaches. So this is an indication that sometime a landslide happened and this triggered a collapse of the material from the shallow water to the basin. So how this fits to the concept of the cruise?
Well, the concept of the cruise is about the freshened water that has been found below the seabed in this basin. Well, this freshened water is mostly in the sandy layers below the seabed, because the mud does not really keeps the water. It's really fine grained. So we are looking for the water which is mostly within the sandy gray layers. And this is why those layers are very important for our project, and this is why we are looking for them. We're hard workers, you know.